Keiner hat, glaube ich, gelacht, außer ich. Das sind Shorts, die momentan im Trend sind. Und du weißt Bescheid, wir sind fast schon 1300 Leute in der WhatsApp-Gruppe. Ich pinne sie unten für dich in den Kommentaren an. Alles, was du machen musst, ist nur auf den Link draufdrücken und beitreten. Vergiss nicht, lass ein Abo da. Let's go! Deutsche am Weihnachtsmarkt. Ja, essen! Nein! Warum? Teuer! Ja, teuer! Inflation, Mann, ist so kritisch. Inflation ist einfach katastrophal. Glühwein! Ja! Glühwein. Ich habe noch nie einen Glühwein getrunken, aber ich glaube, das Ding kostet jetzt schon 5 Euro. Ja, teuer! Egal! Ja! Was ist der erste Kommentar? Glühwein. Geht immer. Dinge, die wir alle früher als Kind gemacht haben. Zuerst haben wir doch alle, vor allem wenn uns im Unterricht... Das habe ich auch schon gemacht. Dinge, die wir alle als Kinder schon gemacht haben. ...mal langweilig war, Löcher in unsere Radiergummis gemacht und ich... Wer hat das noch nicht gemacht? Löcher in den Radiergummi und dann hast du den Radiergummi sogar mit dem Stift aufgehoben. Safe, habe ich gemacht. Das hat irgendwie so viel Spaß gemacht. Dann haben wir doch alle auch immer die Deckel von irgendwelchen Flaschen genommen und halt das Getränk da reingefüllt. Ich habe mich... Okay, gebe ich dir recht, habe ich auch gemacht. Dabei wirklich das als so Becher benutzt. Gefühlt. Wir haben doch auch alle versucht, den Einkaufswagen, also dieses Ding davon, in sich selber reinzustecken. Und ich habe... In sich selber reinzustecken? Ja, gebe ich dir recht. Man wollte einfach das Euro-Stückchen, das man reingemacht hat, oder damals war es vielleicht auch noch D-Mark, wieder rausholen. Und wir wussten ganz genau, also es hat nicht funktioniert. Aber wir haben trotzdem 1000 Mal probiert. Kenne ich doch. Mach ich heutzutage immer noch. Und ihr kennt doch alle sicher noch diese Stifte. Und ich habe immer versucht, alle gleichzeitig runterzudrücken. Aber ja, es hat halt wirklich nie funktioniert. Also ich hatte diesen Stift wirklich nur von jemand anderem geklaut. Ich konnte mir den nicht leisten, Digga. Was ist das für eine scheiß Aufgabe? Was ist die schwierigste und unnötigste Fremdsprache in der Schule? Matze, das ist doch... Ist doch keine Fremdsprache, Diggi. Aber... Doch, und jetzt halt dein... Guck mal, ich verstehe, wofür man Mathe braucht, okay? Ach komm. Nein! Wofür? Ach so, ja, meine Lehrerin meinte einmal. Kinder, Mathe braucht ihr, wenn ihr mal ein Haus bauen wollt. Digga, was für Haus bauen? Hi, ich... Digga, wer baut... Ja, ich... Wenn ich Haus bauen sollte, ich gebe Geld einfach Mutti und jemand anderes baut. Versteht ihr, der, wo Mathe gelernt hat? Mathe... Ab 4. Klasse ist Mathe einfach unnötig. Ich will da ein Haus bauen lassen. Kannst du Mathe? Nö. Hey, dann brauch ich dir kein Haus zu holen. Grundschule war doch Bombe. Komm, die da mit 8x8, Digga. Easy, 69. Da fängst du irgendwie an mit Wurzeln. War das richtig? 8x8, ist das 69, Digga? Das ist doch nicht 69, oder? Bau, ich häng grad komplett. Weißt du, wie lange ich kein Mathe mal gemacht hab? 8x8. Boah, ich weiß es nicht. Was für Wurzeln, Bro? Hi, ich bin eine Wurzel. Halt's Maul, Wurzel. Potenzen? Hi, ich bin eine Potenz. Und irgendwann kam Buchstaben. Boah, ich weiß immer noch nicht. Buchstaben mit diesem scheiß Gedichtanalyse. Und wie werden jetzt Matheaufgaben gestellt? Grundschule so. Ein Apfel? Aha. Plus noch ein Apfel. Ja. Ergeben? Warte. Rechne mit Fingern. Ein Apfel, zwei Apfel. Drei Apfel. Hat dein Mittelfinger jetzt zeigen. Boah, das sind zwei Döner. Und der Johnny fragt dich nach 5 Euro. Wie viel Euro hast du jetzt? Ja, immer noch 10 Euro. Junge, ich geb Johnny dem Geier doch keine 5 Euro, bin ich doof. Fäng mal nach. Und dann kommt aus der Ecke so ein Peter mit 60 Wassermelonen auf. Moin, ich bin der Peter. Peter kommt 60 Wassermelonen. Er wiegt 80 Kilo und hat einen ekligen Pilz am linken Zeh. Was ist jetzt die Aufgabe? Ich weiß nicht, Digga. Rechnen Sie den Umfang der Sonne? Ey, ich bin blöd geworden. Ich bin jetzt, glaube ich, 10 Jahre nicht mehr in der Schule. Ja, ein bisschen weniger. Also, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber, Digga, ich weiß nicht, was 8x8 ist. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch. War es nicht 64 oder so? Sheesh. Hat jemand das Ergebnis in die Kommentare reingeschrieben? 8x8? Was zur Hölle? Was hat jemand ergeben? Ja, ist 64. Okay. Oh mein Gott, no! Ich werd alt! Ich werd alt! Meinst echt, das wird was? Ja, das kannst du dem Chef erklären, mach ich nicht. Was? Jungs, was macht ihr da unten schon wieder? Wie geht denn sowas? Der Träger da hinten hat eine kleine Schramme. Du Heiliger! Meinst echt? Was erste Kommentar? Digga, das ist kein Träger. Das ist ein Kompaktlader. Scheiße. So, und ich hoffe,
wenn Mama Strafen verteilt, ey, ich sag dir im Voraus, wenn das Kind irgendwas macht, egal ob du als Mann da bist oder nicht, oder ob du was dafür kannst oder nicht, du bekommst immer etwas ab. Du bekommst immer auch Ärger. Mieskritisch. Zeig dir, wie es geht. Okay, jetzt zeig mal, wie es geht, Bro. Ich will die Oma. Mama, du bist die allerbeste, du bist was Schönes. Du bist meine Königin. Oh, danke, mein Schatz. Wie süß. Yo. Aber du musst das sagen. Du musst sagen, du bist die Königin, die allerbeste. Und dann auf einmal Welt wieder auf. 100%, Mann. Buying eggs. Das Mädchen hat ihren Freund reingelegt. Yo! Yo! Ich weiß, jeder Mensch kann so leben, wie er will. Aber die Achselhaare ist kritisch. Die Schlagsahne und bat... Das ist doch keine Schlagsahne, das ist Rasierschaum. Aber Achtung, sie hat ihn gebeten, genau diese Position einzunehmen. Und rund um seinen Körper wird sie kommen und ihre Silhouette nachzeichnen. Doch es gibt ein großes Problem. Sein Freund am Boden erwartet, etwas Wunderschönes zu sehen, das wie er aussieht, aber das tut es nicht. Ihr Freund fährt fort, ihre Füße... Guck dir mal die Achseln an! Und schließlich ist sie mit der Zeichnung fertig. Doch dann kommt die Katastrophe. Zuerst hilft sie ihrem Freund sanft auf die Beine und sehen Sie sich das Ergebnis an. Es sieht absolut nicht wie eine Frau aus, sondern wie ein Yeti. Wunderschön. Was? Was haben die Kommentare geschrieben? Freundin, danke. Bringt dem Roboter bitte mal ein Duschen bei. Oder Deutsch bei. Ja, Digga, ich hab selber verkackt. Duschen anstatt Deutsch gelesen. Schmackhaft. Jeder kennt's. Zu Hause alleine, du machst den reinsten Schrott. Und wenn mal was passieren sollte, zum Beispiel dir fällt ein Glas runter, du bist extra sauber. Extra. Du willst nicht verwischt werden. Mama! Meine Freundin da drüben, die findet dich süß. Ist das Gamescom? Ist das so wie Gamescom oder so? Ich weiß, dass irgendwie die verkleiden sich und so Zeug, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Ich war auch noch nie auf so einem Ding. Oder Anime-Com, keine Ahnung, wie das heißt. Diese Geräusche vom Laufen. Schisch. Wenn du genäht wirst, fädelt ein Arzt eine Nadel durch die Wunde und zieht sie fest zu. Ah ja, das ist doch logisch, oder? Das ist doch logisch. Fäden halten die Ränder zusammen und die Wunde entzündet sich, weil neue Zellen beginnen, das Gewebe zu reparieren. Nachher beginnen Bindegewebe. Entzündung? Wirklich? Stimmt das? Oder ist das wie das letzte Video, so der Verarsche? Gewebe und Kollagene, Haut zu bilden. Blutgefäße formieren sich, um diese entstehenden Gewebe zu ernähren und die Region zu füllen. Im Laufe Krass. Von einigen Wochen und die Wunde ist ganz verheilt und die Fäden herausgenommen. Wenn du krass animiert, aber ich muss ehrlich sagen, einfach krass, was unser Körper kann. Hä? Bro, literally bolted. Was war denn das für ein Video? Fast 400.000 Aufrufe. Erster Kommentar. Fun fact, I pulled a muscle in my neck when running up the stairs as a repeat reaper. Aggressive head shake. Now I can barely move my head with serious pain. Huh? Das Mädchen hat einen großen Fehler gemacht. Eigentlich, schauen Sie, hat sie im Riesenrad in Disneyland herumgealbert. Nur, dass sie ihren Kopf nach hinten lehnt und etwas herunterfällt. Und was war das? Ihren Blick an, sie hat gerade 30 Euro verloren. Keiner hat, glaube ich, gelacht, außer ich. Der Mann hat es aufgefangen. Warum lache ich? Ich weiß nicht, wieso.